Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Sehr ungewöhnlicher Anfang. Ich habe gerade alle Videosequenzen rausgesucht und festgestellt, es gibt kein Intro. Deswegen ganz kurz und knapp, es wird euch jetzt das erste internationale Turnier 2022 erwarten. Wir waren mit Castor, Pippi und Cassano unterwegs und jetzt schmeiße ich euch einfach direkt rein, denn ich habe sehr viel gefilmt und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir sind angekommen und laden einmal ab. Wir haben schon unseren Stall gesagt bekommen. Wir müssen jetzt erstmal alles finden, aber da wir auch zu dritt sind, nehmen wir gleich alle drei Pferde mit. Pippi, du musst hinten raus. Super! Eingestallt. Ihr seht, alles noch nackig. Sina holt gerade Stroh. Das ist super schön mit den festen Boxen, aber blöd, die können sich nämlich nicht sehen. Die können sich nur hier draußen sehen. Also wir haben direkt einmal aufgemacht und so gleich schön frische Luft drin. Jetzt richten wir erstmal alles ein. Na, zum Glück schaffst du das auch nicht. Wie hätte ich das machen sollen? Und gleich hier einmal, oder? Oh, Feuer im Weg. Und das können wir uns einfach wegnehmen, oder was? Ja. Perfekt. Der erste Wachs ist schon schön dick eingestreut. Ich putze jetzt direkt einmal drüber, weil ich auch noch reiten muss. Und ich fange mit Cassano an, dann reitet Castor und dann Pippi als Letzte. Wir waren 2018 das erste und letzte Mal hier. Wie komme ich da jetzt rein? Es ist heftig, heftig anders geworden. Oh, Scheiße. Ich werde jetzt einfach nur schnell noch einen Riegel mitnehmen. Abenteuerlich auf jeden Fall hier mit dem Fahrrad. So, Sina sattelt gerade schon mal schnell. Ich musste schnell hier hinter auf dem Zettel hier meine Kopfnummern. Ei, ei, ei. So. Und jetzt kann ich reiten. Es sah so anders aus das letzte Mal. Aber wir finden das. Auf jeden Fall ist Cassano super, super, super entspannt. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber wir werden immer wieder positiv überrascht von allen. Alter Schäde. Cassano hat auf jeden Fall den Platz einmal ausgenutzt. Richtig vorwärts galoppiert. Konnte sich mal richtig schön strecken. Ich bin mal gespannt, wie Castor das jetzt machen wird. Denn das hier ist nur ein Abreiteplatz. Ich glaube, der wird richtig gut drauf sein. Ich glaube, da muss ich mich auch ein bisschen anschnallen. Da kommen bestimmt ein paar Boxsprünge bei raus. Sina macht den gerade schon fertig und ich tausche einmal schnell. Castor zeigt sich ziemlich unbeeindruckt. Zwar aufmerksam, aber super brav. Trotzdem bin ich auf jeden Boxsprung gefasst, denn das kann tatsächlich schnell gehen. Pippi schaffe ich jetzt nicht zu reiten. Mit der geht Sina jetzt spazieren, weil es halt jetzt hier draußen das Reiten ist und ja hier kein Licht dann mehr so lange. Da kann die lieber ein bisschen Schritt gehen und ich reite dann morgen Vormittag alle nochmal locker Dressur.
einmal das Futter nach vorne. Habe ich den Eimer schon vorne? Nee. Dann hole ich gleich aber hier von den Heukops was einzeln raus. Ich habe gerade erstmal schnell im Hotel angerufen. Da bekommen wir heute leider nichts zu essen. Aber wir werden dann erstmal schnell einchecken und dann schauen, wo wir was bekommen. Zur Not sind wir an einem Burger King vorbeigefahren. Dann muss es halt der tun. Wir haben ja hier die Mühldorfer Schüsseln alles schon immer vorbereitet. Hat Conny wunderbar beschriftet hier. Und schaut mal, sogar mit Herzchen auf dem I. Für alle Pferde fertig gemacht. Oh, das ist ja super kreativ. Cassano, zweifarbig. Da ging wohl der Stift leer, oder was? Richtig gut. Nehme ich jetzt mit vor. Und wie gesagt, von den Heukops nehme ich gleich einfach so was mit. Dann kann ich die vorne direkt einweichen. Für morgen früh mit. Alles verteilt. Füllen nochmal Wasser auf. Heu haben sie. Jetzt geht's für uns ins Hotel. Als wir das letzte Mal hier waren, war das zwar auch schon ein Parkplatz hier, aber es war alles geschottert. Und da standen Stallzelte. Jetzt stehen da halt einfach feste Ställe als Stallzelte. Das ist nicht normal. Und wie das so sein muss zum Turnierabend? Nee, Leica, du kriegst nichts. Was hat als einziges offen? Pizza. Und was ist nicht geschnitten? Die Pizza. Spitze. Anreise gut überstanden. Ich bin mal gespannt, wie viel ich die Tage dann so noch mitfilmen kann. Weil mit 3 Pferden ist es ja dann doch auch ziemlich stressig. Und da müssen wir uns ja auch auf das Reiten an sich konzentrieren. Aber wir geben unser Bestes. Wir müssen morgen relativ früh aufstehen. 7:15 haben wir Frühstück bestellt, weil 9.30 Uhr der Wettcheck losgeht. Also wir haben ganz entspannt Zeit, weil 13 Uhr ist erst die erste Prüfung mit Cassano. Also da ist entspannt Puffer. Das heißt, ich muss jetzt nicht gleich als Erste. Da ist genug Zeit eingeplant, aber trotzdem will ich dann halt gleich alle 3 Pferde direkt zusammen nacheinander vorstellen, dass ich nämlich mich dann nochmal anstellen muss. Das ist dann immer ein bisschen doof. Aber an sich ist der Wettcheck ja ziemlich entspannt. Bin mal gespannt, wie sich Castor benimmt beim Warten und so. Der kennt das ja an sich. Das heißt ja aber nicht, dass die Pferde immer ruhig sind. Auch wenn sie es kennen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich bin ganz schön müde. Die Fahrt war, was heißt anstrengend? Ich war so, oh, die hat sich extrem gezogen. Obwohl es echt super zu fahren war, hat das irgendwie kein Ende genommen. Ich habe die letzten Tage generell mit Kopfschmerzen echt zu tun. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Na, du Turnierhund? Du Turnierhund? Du bist immer da, ne? Hast du irgendwie einen zweiten Hund verloren? Streich sucht mit. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost, and this is a clue. Light as a feather.
jetzt ganz gemütlich mit allen spazieren. Erstmal mit den zwei, dann noch mit Cassano, aber der frisst gerade noch sein Frühstück auf. Es ist so ein schöner Morgen, es war knackig kalt. Gut, dass ich die warme Decke bei Castle Dollar draufgezogen habe, weil sonst hätte er ganz schön gefroren. Aber wir können im Stall direkt nicht so viel mit Ton filmen, weil da überall Musik läuft und da bekommen wir sonst Probleme. Und wir wissen noch nicht, wo Pippi hin will, aber Pippi hat einen Plan. Die ist total zielstrebig und Castle einfach hinterher. Völlig entspannt, die zwei. Spazieren. Wir haben schon alle geputzt und soweit fertig gemacht, müssen nur noch Trensen für den Bettcheck. Und dafür hole ich gerade auch schon mal die Pässe aus dem Auto. Die Pferde werden ja bei Einstellung schon einmal kontrolliert, also dass die Pferde auch die Pferde sind, die man genannt hat. Da wird einmal der Mikrochip ausgelesen, mit dem Pass kontrolliert und schon mal grob einfach reingeguckt von den Impfungen, dass alles passt, dass man keine Krankenpferde reinbringt, wird auch nochmal Temperatur gemessen. Das muss man sowieso vorher immer in der App. Es waren mal 10 Tage, ich glaube jetzt sind es 3 Tage, aber ich mache es immer ein bisschen mehr, um sicher zu gehen. Zweimal am Tag Fieber messen und eintragen. Das wird eben hier auch kontrolliert und dann tatsächlich auch von denen in die App bei dem Pferd eingetragen. Von gestern Abend muss ich das also nicht machen. Das war dann schon fest drin von hier, vom Tierarzt. Und jetzt eben beim Wettcheck geht es vor allem darum, eben zu gucken, ob das Pferd, wie man so schön sagt, fit to compete ist. Also, dass man eben nicht mit lahmen Pferden kommt oder Pferden, die total abgeschlagen sind, obwohl man die schon gar nicht hätte einstellen dürfen. Also, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, aber eben da geht es drum einmal vorzutraben, aber ich denke, die meisten von euch kennen das schon. Das haben wir euch ja auch schon öfter gezeigt. Jetzt werden wir das bestimmt nicht filmen können, weil wir 3 Pferde haben, da hat jeder eins an der Hand und da sind die jetzt meistens auch nicht so, weil man ja auch ein Stück in der Schlange warten muss, dass die super brav dann da steht, sondern da ist schon manchmal so ein bisschen Aufregung, deswegen werdet ihr das bestimmt nicht zu sehen bekommen. Das ging schneller als erwartet. Zack, zack, alle durch, fertig. Und natürlich alle super. Liefen auch alle ganz hervorragend. Haben brav gewartet, sind gut getrabt. Alle super. Sina, schon mal mit den anderen zwei los. Und jetzt noch Kasse zurückbringen. Ich tausche jetzt einmal. Sina macht schon Cassano fertig. Fliegender Wechsel hier. Es ist ganz schön viel Hufgetrappel hier durch den Wettcheck gerade. Ja, ich reite jetzt erstmal nach Cassano, weil der hat jetzt seine Prüfung als erstes und dann kann der nochmal Pause machen und danach reite ich noch die Pippi dann auch gleich im Anschluss. Die macht Dina jetzt auch schon fertig, dann kann ich immer direkt umsteigen. Cassano ist so tiefenentspannt hier beim Schrittreiten immer. Richtig gut. Bin gespannt, wie die Pippi dann ist. Die war ja noch nicht hier jetzt, gestern. Ey, ich bin richtig, richtig zufrieden schon mit beiden Jungs. Ich hoffe, die Pippi ist genauso. Gerade ganz entspannt Kaffee in der Sonne getrunken und jetzt muss ich mich mal in meine weiße Hose schmeißen. Mein Turniershirt habe ich schon drunter und dann schon mal anziehen. Und dann gehe ich Parcours ab. Sina macht in der Zeit
Cassano fertig und führt den dann schon mal Schritt und bringt ihn dann direkt vor, dass ich dann also vorne gleich aufsteigen kann. Ich kann mir noch ein paar angucken. Ich bin 28. Starterin, direkt vor der Pause und ganz schön aufgeregt. Und es ist echt erst richtig Turnier, wenn man auch weiße Reithosen anhat, oder? It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. Okay. Also, ich bin noch ein bisschen ratlos, wie der gerade lief. Also, wow. Wir hatten tatsächlich zum Springen gar nicht viel Zeit, aber es war trotzdem sehr ruhig, das Ganze drumherum, weil wir draußen abspringen konnten auf dem großen Platz. Und das hat eben super gut getan. Ich bin vorher einmal reingeritten in die Abreitehalle, dass er auch den Weg und so weiter zur Prüfungshalle schon mal am Schritt entspannt gesehen hat. Und dann, wie gesagt, draußen abgeritten. Also das ist natürlich absoluter Luxus, dass das so geht hier. Aber das hat ihm unglaublich gut getan. Und das zeigt einmal mehr, dass er sich draußen halt viel wohler fühlt. Und die Halle ist ja jetzt auch keine typische Halle. Das ist ja fast wie draußen wie Draußenplatz von den Maßen her. Und es hat ihm sehr gut getan. Für Cassano war das ja das erste große Turnier in so einer Hallenatmosphäre. Also so internationale Turniere ist er ja noch nicht wirklich gegangen. Er ist einmal letztes Jahr mit dem Lastrup gewesen, aber das war ja auch draußen. Draußen ist sowieso, finde ich, immer einfacher, auch für die Pferde, weil sie einfach mehr sehen. Und drinnen kommt ja schon alles so ein bisschen gedrungener. Aber ihn hat die Atmosphäre wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Und nach unserem kleinen Desaster mit dem ersten Sprung in Prussendorf war ich schon froh, dass wir die Linie hier 1-2 so richtig gut hatten. Also auch der hat so grandios gute Sprünge rausgehauen. Ich hatte ihn super gut bei mir. Vor allem die Ochse ist er fantastisch gut gesprungen. Immer aufmerksam, immer zwar den Zug positiv nach vorne, aber ich konnte ihn super bei mir behalten. Habe ihn immer wieder sehr schön geschlossen zu mir bekommen. Dann trotzdem wie hier jetzt wieder einfach ans Weitergaloppieren denken können. Dann habe ich ihn wieder aufmerksam gemacht hier in der Wendung zu dem Steilsprung, der ziemlich luftig gebaut war. Dann Rhythmus mitgenommen, mit eigentlich ziemlich viel Galopp in die Kombination reingekommen, weil die auch so ein bisschen kuckig ist mit den Ständern da. Hat er aber sich ganz schnell schön klein gemacht und schön reagiert. Jetzt hier wurde er mir so ein kleines bisschen lang, hat aber einen absolut fantastischen Sprung hier über dem Blauen gezeigt. Hätte ich einfach in der Zeit hier einmal ein bisschen nachgreifen müssen, dass ich ihn ein bisschen geschlossener wieder am Zügel vorne habe. Aber nichtsdestotrotz nochmal schön aufmerksam gemacht, zum letzten nochmal zu mir geholt bekommen und mit der Nullrunde dann einfach ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl mit nach Hause genommen. Und ihr seht, ich freue mich wirklich riesig, weil ich hätte das nie erwartet, dass er das so selbstverständlich macht. Aber da sieht man, was er jetzt auch schon für eine Entwicklung durchgemacht hat. Und ja, ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich riesig über seine ganze Leistung hier. Und ihr seht, jetzt wird alles abgebaut. Jetzt ist nämlich Pause gewesen nach mir. Ich bin gerade wirklich überglücklich. Schon nachdem die 1 gut war. Und wir nicht wieder so einen blöden Flüchtigkeitsfehler wie in Prussendorf immer hatten. Aber wirklich, es hat so gut funktioniert alles.
drin. Ist er mir dann so zum Ende hin so ein ganz kleines bisschen lang geworden. Nach der, was war das, 9, hätte ich einmal wieder ein bisschen Zügel greifen können. Da wurden die Zügel so ein klein wenig lang, aber ich habe ihn trotzdem gut geschlossen gehalten. Und auch die Kombinationen sprangen ja so gut. Obwohl ich ja zum Beispiel in die 7 auch mit echt großer Distanz reinkam, hat er das so klasse gemacht. Und nachdem er in Pussendorf immer so bodenscheu war, habe ich echt so ein bisschen gedacht, so eine eindrucksstarke Halle jetzt. Aber das hat ihn gar nicht interessiert. Gut, jetzt bin ich schon mal an sich ein klein wenig entspannter, weil eine gute Runde haben wir jetzt schon. Aber die Anspannung kommt auch ganz bald wieder, weil dann geht es mit Castor gleich als nächsten weiter. Den habe ich als erstes in der nächsten Prüfung und dann die Pupi danach. Wie süß kann man eigentlich sein, Strolch? Oh. Alex guckt hier nebenbei das neue Video. Sina macht Zäpfchen. Und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Prüfung. Fehlen die Worte. Auch wir drehen jetzt noch kurz hier draußen eine Schrittrunde. Ich bin gerade schon noch dann immer danach kurz auf dem Platz abgetrabt. Aber hier wirklich in Ruhe Schritt reiten, dass ich auch kurz filmen kann, ist einfach besser. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin. Castor und Pippi sind an dem Tag die gleiche Prüfung als Einlaufprüfung von der mittleren Tour gesprungen. Und für ihn ist es ja auch jetzt mit mir das erste Mal in so einer Kulisse gewesen. Also ähnliche Grundvoraussetzungen wie mit Cassano, dass ich auch ziemlich aufgeregt war. Aber ich habe einfach gesagt, wir wollen eine schöne, ruhige, entspannte, gleichmäßige, harmonische Runde drehen. Und das ist uns auf jeden Fall gelungen. Ich habe ein richtig gutes, lockeres Grundtempo gefunden, habe ihn immer auf die Spur bekommen, schön außen eingeschlossen, die Ohren immer nach vorne am Sprung, auch wenn, wie hier in der Kombination, mal noch so ein kleiner Schlenker drin ist, habe ich mich davon nicht irre machen lassen, habe hier einen großen Weg gewählt, um wieder zu 4 zu reiten. Ich glaube, wir hatten auch einen Zeitfehler, aber kein Springfehler, aber der Zeitfehler ist ja sowieso irrelevant. Ich bin hier sowieso von vornherein langsam geritten. Das kam mir hier auf nichts an, dass ich hätte 0 reiten müssen für ein Stechen. Das war eine ganz normale Fehlerzeitprüfung. Aber diese Harmonie, dieses Gleichmaß ist genau das, was ich durch die Prüfung schön durchreiten konnte. Immer große Linien, mir Zeit genommen. Jetzt hier auch einmal zwischen der Kombination wieder den größeren Weg gewählt. Außen schön begrenzt, wieder ein bisschen Go reinbekommen, dass ich hier nicht zu trantütig da an den Ochser setze. Und jetzt hier die Schlusslinie, das ist das Einzige, wo ich mich so ein kleines bisschen ärgere. Hier habe ich mich schön reingesetzt, bin weitergeritten, den Fluss hätte ich mitnehmen müssen. Aber nein, ich habe hier einen Luftschwung mehr reingezuppelt, als ich wollte, aber ging ja alles gut. Aber trotzdem hätte ich da ein kleines bisschen mehr Fluss drin behalten, hätte das noch schön flüssiger zu Ende geschwungen sein können. Das Abreiten war schon so toll und das war so eine endgeile Runde vom Gefühl her. Also ich bin hier ganz lange Linien geritten, also das geht deutlich enger zu reiten in dem Parcours. Ich werde Pippi auch andere Linien reiten, wenn sie gut drauf ist, weil mit der kann ich das ja viel eingespielter schon alles. Aber es war jetzt halt auch noch die Krux, dass alle engen Linien Linkswendungen waren und die Linkswendungen klemmen da so ein bisschen. Das ist mit dem Gebiss, was ich jetzt drin habe, das hatte ich euch im letzten Blog gezeigt, gerade schon viel besser, dass ich ihn lockerer reiten kann, obwohl es eigentlich kein Gebiss ist, was ich so, also vom Ring her mag. Ich mag D-Ringe lieber, aber egal. Trotzdem
hatte ich ihn richtig toll bei mir, aber deswegen war es halt klar, dass ich auf gar keinen Fall enge Wendungen reite, sondern richtig schön rhythmisch außenrum, ganz in Ruhe, einfach nur, ich sag mal, einen Stil springen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Es hat sich so fantastisch angefühlt, auch wenn zum Beispiel die Linie 5, 6AB, dadurch, dass er so einen großen Sprung nach oben macht, dann so ein bisschen in der Weite gefehlt hat, konnte ich mich sofort reinsetzen. Genauso die Schlusslinie nach der 9. Gleiches Prinzip, sofort reinsetzen und er nimmt das fantastisch an. Und gleich wieder Schwung rein, ohne dass er mir auseinandergelaufen ist. Es war ja wirklich kein einfacher Parcours. Auch von den Linien her, also auch die großen Linien standen so ein bisschen eckig, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und das zeigt einmal mehr, dass wir uns immer besser kennenlernen. Aber all solche Sachen lernt man eben auch nur auf dem Turnier, beim Turnierreiten. Und deswegen ist es auch so wichtig, Prüfungen zu reiten, um das Pferd kennenzulernen, wenn das Pferd eben auch schon Erfahrung mitbringt. Bei einem jungen Pferd ist das was ganz anderes. Da fährt man erst los, wenn alles sicher ist, um dem Pferd jetzt kein unsicheres Gefühl zu geben. Aber die Pferde an sich, wenn die erfahren sind, müssen ja auf den Reiter abgestimmt werden. Und so doof das klingt, natürlich muss man trainieren und das alles zu Hause optimieren. Aber viele Sachen lernt man eben erst über die Pferde und über das Handling und alles Mögliche beim Turnierreiten selbst. Turnierreiten ist was völlig anderes als Training zu Hause reiten oder auch Training auswärts beim Trainer oder so reiten. Deswegen ist das so wichtig und deswegen bin ich so glücklich. Mit mir nicht so ganz. Zwar 0 und die müsste auch platziert sein. Aber ich habe mich ein bisschen verzuppelt. Zur 2 wollte ich, also ich habe zwar an sich die normalen Galoppsprünge gemacht, ich wollte aber ein weniger reiten und bin auch so losgeritten in die Distanz und habe dann hinten so, jetzt guckt sie da vielleicht so ein bisschen rein. Ich reite doch ein mehr. Es war so ein bisschen. Dann habe ich einen sehr guten Fluss gefunden. Aber vom Gefühl her zur 7 und zur 9 hätte ich sie hinten im Motor besser anlassen können. Da ist jetzt nicht so gewesen, dass sie hier schlecht gesprungen ist oder so. Aber das ist eben genau das, was ich bei Püppi immer sage, was für ihren Typ super schwer ist, weil sie halt so groß und langsamer übersetzt ist. Sie ist halt nicht so. Und genau deswegen ist es halt schwer. Da hätte ich sie einfach so ein bisschen mehr anlassen können und beim Zurücknehmen eben den Motor hinten besser anlassen müssen. Aber nichtsdestotrotz, 3 von 3, 0 Runden und ich glaube, da kann man zum Reden sein. Und wie gesagt, mit der Püppi die gleiche Prüfung wie mit Castor eben auch, weil ich wollte auch mit ihr jetzt nicht gleich direkt irgendwie in die große Tour reinstarten, sondern erstmal ein Gefühl bekommen. Für sie ist Halle ja jetzt auch nicht das Perfekte, wo sie sich super wohl fühlt. Also auf großen Plätzen mit viel Galopp fühlt sie sich einfach wohler mit ihrer Größe auch. Und sie ist ja sowieso am ersten Tag gerne eigentlich ein bisschen guckig. Das war aber alles gut. Hier habe ich schön nach vorne angelegt, wie ihr gesehen habt, und mich dann 1A verzuppelt zur 2. Ich wollte eigentlich einen Galoppsprung weniger reiten, als ich dann geritten bin. Und ärgert mich. Also das ist wirklich so die einzige Sache, wo ich denke, das hätte ich besser machen können. Hier, wie ihr gesehen habt, im Gegensatz zu Castor, deutlich schnellere, engere Wendung gewählt. Auch gleich wieder hingesetzt, hier eng rum, um die Kombination gleich Fluss drin behalten. Sie hat das ganz, ganz super gelöst alles. Auch hier habe ich mich schnell groß gemacht, dass ich sie wieder klein bekomme in der Kombination. Da habt ihr diesen kleinen Schlenker gesehen, wenn ihr drauf geachtet habt. Da wollte ich
ursprünglich vorne rumreiten, habe mich dann spontan doch dagegen entschieden im letzten Moment, aber habe hier wieder die enge Wendung gewählt, wieder Galopp reinbekommen für die Schlusslinie und dann nochmal eine schöne Abschlusslinie vom Parcours bekommen, auch hier gleich rangaloppiert, weitergezogen zum vorletzten und mit ihr habe ich mich dann auch nicht verzuppelt und habe die Linie schön durchgeritten und damit haben wir noch eine Platzierung mit. Wir vertreten jetzt gleich nochmal alle Beinchen, ne Spazi? Heukops ziehen gerade durch, dann gibt's Abendessen. Entschuldigung, wie süß seid ihr? Sehr süß? So süß? Weiter schlafen. Lässt sich hier die Sonne ins Gesicht scheinen und ich mache sie schon mal fertig, denn wir wollen gleich ein bisschen reiten. Und jetzt nutzen wir die schöne Morgensonne aus und drehen unsere ersten Runden. Danach geht's mit Castor weiter. We believe what we've been taught by those before us. We close our eyes to what we know, my liar. Cassanos zweite Prüfung war auch sehr gut gestartet, hier ganz, ganz ausdrucksstark die Eins gesprungen, auch gar nicht so viel Zeit verloren in der Wendung, schön Galopp mitgenommen zu zwei, auch hier, auch wenn ich einmal korrigieren musste, dass er mir nicht zu lang wird, hatte ich wieder Ruhe für den Dreiersteilsprung, auch da aufmerksam bei mir gewesen. Jetzt hier musste ich ganz schön mitreiten, dass ich ankomme. Und da er hat sich zwar bemüht, das schnell zu ordnen, aber dadurch, dass ich so schnell, so doll in die Kombination reinkam, hat er da leider nicht schnell genug sich klein machen können. Da war einfach ein bisschen zu viel Schwung drin und da war dann leider der Vorhandfehler da am Aussprung der Kombination. Deswegen bin ich dann auch gleich einmal größere Linien geritten, sonst wäre ich enger rumgeritten, aber mit der Stange war das mit der Platzierung ja dann eh schon dahin, bin dann aber noch eine schöne, saubere Runde zu Ende gesprungen hier, wollte mir einmal ein klein wenig stark werden, hatte dann aber wieder eine schöne Ruhe und gute Distanz hier mit den 6 Galoppsprüngen zu dem
Grauen Fundis Oxer und auch die Schlusslinie habe ich nochmal schön aufmerksam ruhig bei mir halten können. Gleichmäßig weiter galoppiert zum letzten. Es war ein sehr, sehr, sehr ärgerlicher Abwurf, weil er ansonsten ganz, ganz klasse gesprungen ist. So, weiter geht's mit Castor. Zwischendurch habe ich jetzt gar nicht so viel gefilmt, glaube ich. Außer das Kuscheln mit Pippi. Wir haben gerade Mittag gegessen, per Korb gegangen und so weiter. Da musste ich mich auch konzentrieren. Ja, wir sind wieder mit hübschesten Zöpfchen unterwegs und drehen hoffentlich jetzt gleich eine schöne Runde. Eine genauso gute Runde wie am Tag vorher konnte ich mit Castor auch beginnen. Wir hatten nochmal so viel besseres Gefühl und eine bessere Kommunikation als den Tag vorher, obwohl die Runde ja schon gut war, gar keine Frage, aber man lernt sich ja Runde für Runde einfach besser kennen und wir kennen uns ja auch noch gar nicht lange. Und ich habe auf dem Abreiteplatz schon so ein richtiges Gespür an dem Tag für ihn entwickelt, wie ich ihn am Sprung einrahmen muss und also vor allem so den Weg zum Sprung. Und da war jetzt erstmal wieder die Devise, eine gleichmäßige, schöne Kennenlernrunde zu drehen, um das schön harmonisch zu Ende zu reiten. Hat auch wirklich alles ganz, ganz super funktioniert. Ja, auch hier die Linien, die ja dann hier schon so gebogener, zum Beispiel hier auf die Kombinationen waren, alles in einem richtig guten Fluss. Das war wirklich super. Jetzt, was man gleich nicht so richtig sieht aus der Perspektive, ich bin ziemlich dicht hinter der Trippelbache gelandet, was für die Trippelbache an sich völlig normal ist, musste dann so ein bisschen mitreiten und habe ihn hier dann einfach zu flach werden lassen. Also da hätte ich einmal ein bisschen in diesem nach vorne reiten aufmerksam machen müssen, dass er mir wie jetzt hier zum Beispiel diesen kleinen Moment mehr an der Hinterhand bleibt. Aber ihr seht im Gegensatz dann zu... Stimmt, das habe ich fast vergessen. Da hat er mir einmal irgendwie eine mitgegeben, bin dann aber ganz straight weitergeritten. Aber er hat sofort reagiert und wollte auf keinen Fall nochmal einen Fehler machen und dann hier nochmal schön mit einem ganz schönen Satz zu Ende gesprungen. Ach, das war wirklich so ärgerlich, weil außer diese Kombination, wo er mir eben so flach gekommen ist, war das so eine spitzenmäßige Runde. Naja, wir sliden hier direkt einmal zu Püppis Runde hinein. Das war das erste Ranking-Springen an dem Tag, 1,45 Meter. Und die erste Qualifikation für den großen Preis dann am Sonntag. Und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und die Püppi hat sich ja nochmal richtig, richtig stark weiterentwickelt, jetzt über den Winter. Und das Gefühl hat sie mir dadurch den ganzen Parcours gegeben. Sie hat sich so bemüht, sie war so kämpferisch. Also sie hat ja gerne mal so einen Schlacksi-Fehler in der Hand gehabt, aber das war so viel besser alles gewesen. Ich hatte sie richtig schön geschlossen bei mir. Ich habe auch, wie jetzt hier zum Beispiel, den Ochser nicht zurückgezuppelt, sondern gleich angegriffen. Habe mich nicht davon abschrecken lassen, dass sie mal wieder so ein bisschen zur Bande geguckt hat. Auch hier wieder geschlossen zu dieser Planke, was ja eigentlich auch gern mal so ein Schlacksi-Vorhandfehler hervorgerufen hat. In der Vergangenheit, die Linie war extrem schwer für sie. Also diese vier Galoppsprünge, dann hier ein kleiner, gleich wieder groß machen, wieder vier Galoppsprünge zu dem Ochser. Grandios gelöst. Sie war so aufmerksam und hat sich so Mühe gegeben. Jetzt hier die Trippelbache auch, hat sie sich sogar ein kleines bisschen zu früh klein gemacht und dadurch so ein bisschen ins Stocken geraten, habe aber für die Mauer wieder einen Fluss gefunden. Und jetzt, es ist Malheur, das Desaster der Schlusslinie, richtig ärgerlich. Ich kam hier mit ein bisschen wenig Schwung rein und habe dann nicht genügend mitgeritten da drin, dass da einfach dieser, dritte, zweieinhalbste Galoppsprung war und deswegen war dann einfach so ein bisschen der Fluss raus für den letzten. So ärgerlich, so ärgerlich, weil sie sprang so klasse bis dahin. Offen gestanden weiß ich gar nicht, wie viel ihr heute so außenrum gesehen habt. Aber irgendwie kam ich nicht so wirklich zum Filmen zwischendurch. Es ist hier aber auch nichts anderes als gestern vom Prinzip her. Also, dass die Pferde genauso umsorgt werden, ist ja tagtäglich gleich. Und deswegen brauche ich das jetzt auch nicht jeden Tag gleich zu filmen. Aber es war halt auch einfach von der Situation her jetzt nicht so machbar zwischendurch und so sinnvoll, weil wir
zwischendurch auch viele interessante Gespräche hatten mit anderen und so weiter. Und deswegen, ja, war das ein bisschen knapp, glaube ich, heute. Als kleines Fazit vom heutigen Tag. Ich bin an sich sehr zufrieden mit den Runden. Cassano hat ganz, 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 ganz tolle Sprünge gezeigt. Auch mit Castors Runde bin ich von der Runde an sich unfassbar zufrieden. Wirklich, es war, ich hatte ihn so gut eingerahmt. Ich habe nochmal so ein so viel besseres Gefühl für ihn entwickelt heute. Schon draußen auf dem Abreiteplatz fing das an und es war einfach nur richtig toll zu reiten. Die Kombination ärgert mich umso mehr. Da ist er mir einfach so ein bisschen lang geworden. Ja, Benjamin Blümchen unterwegs hier im Bad. Und dann hatte ich das Gefühl, er guckt so ein bisschen rein. Und deswegen hatte ich dann nicht nochmal so ein bisschen aufmerksam gemacht, sondern bin lieber ein bisschen mehr einfach weiter geritten. Und da hat so das Geschlossene so ein bisschen gefehlt. Ach, es ärgert mich. Aber man darf immer nicht vergessen, erstens kennen wir uns ja noch nicht so lang. Und zweitens, er ist ja auch erst 8. Also er ist ja jetzt nicht schon sonst wie krass erfahren. Er ist auch noch gar nicht so viele, so verschiedene größere Hallenturniere gelaufen. Deswegen ist das jetzt auch noch nicht so die Routine drin. Das kommt alles nach und nach. Und genau dafür ist das Turnierreiten ja eben auch wichtig. Das hatte ich gestern, glaube ich, schon mal angesprochen. Und die Püppi hat so gekämpft bis zur Schlusslinie, die uns dann echt so ein bisschen das Genick gebrochen hat, das Ergebnis verhagelt hat. Oh, das ärgert mich richtig. Das ist aber auch schon so eine Kopfsache gewesen. Ich war schon mit so einer Einstellung auch Parcours abgegangen. Ich wusste, dass genau das die Schwierigkeit, und nein, eine Schwierigkeit sein wird. Also der Parcours war ja an sich schon sehr anspruchsvoll. Aber solche technischen Sachen liegen uns eigentlich sehr gut. Trotzdem hätte sie letztes Jahr deutlich mehr so schlachsige Fehler gemacht. Sie ist so vorsichtig geworden. Sie will keine Fehler machen und sie ist so viel besser geworden in allem. Aber da ist eben genau die Schwierigkeit in dieser Wendung, rechts sowieso, also an der linken Seite das zu haben, dass es so rechts offen ist. Sie springt ja gerne ein bisschen nach rechts rüber, das war nicht das Problem. Aber dass eben da so ein bisschen so, wie sagte Steve von, dass das Blut fehlt. Also so dieses bisschen mehr Blutanteil, so dieses Galopp, zack, zack, was ich auch immer sage. Genau das war eben da so das. Deswegen hat da so ein bisschen der Motor gefehlt in dieser etwas dichten Distanz da zur Kombi, dass da einfach dann das, ja, nicht so, dass ich das nicht so rausreiten konnte, weil das da so ein bisschen das Gas geklemmt hat und der Motor geklemmt hat. Und das ist echt schade, weil bis dahin war das wirklich eine so schöne Runde, dass sie sich so bemüht hat. So, Halle ist ja sowieso mit so einem übersetzten Pferd schwer und ach, ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber da sie dann diesen kurzen Malheur-Moment da hatte, wo sie ja auch noch versucht hat, alles irgendwie richtig zu machen und sich super angestrengt hat, hatte sie dann eben so den letzten Ochser, die 12, sich so festgehalten und so ein bisschen Moment, wäre das ein Steilsprung gewesen, wäre es, glaube ich, deutlich schöner gewesen, so zu Ende zu reiten. Und durch dieses Festhalten habe ich mich, glaube ich, jetzt schon dazu entschieden, morgen nicht nochmal zu reiten, weil ich weiß, dass es morgen hier nicht leichter wird, das Springen. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber ich will nicht, dass sie jetzt irgendwie nochmal so einen Moment hat und dann irgendwie so ein bisschen in dieses Festhalten reinkommt. Sondern dann, also ich kann sie leider morgen keine andere Prüfung reiten, noch am Sonntag nicht. Also ich habe keine andere Option von den Ausschreibungen her. Deswegen ist es halt leider so. Dann lieber wieder zu Hause erstmal genau diese Situation versuchen, nochmal nachzustellen und nachzuarbeiten, anstatt ich eben in dem anspruchsvollen Parcours morgen nochmal irgendwie so eine blöde Situation habe und dann möglicherweise Unsicherheiten in die Saison reintrage. Das, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Wäre der letzte Sprung besser gewesen, hätte ich die Entscheidung, glaube ich, auch nicht getroffen. Das habe ich wirklich, das mache ich nur an diesem letzten Sprung fest, gar nicht an dieser Kombination mit dieses kurze Malheur da war, weil das war alles nicht so schlimm, aber
Der letzte hält mich, glaube ich, so ein bisschen davon ab, morgen zu reiten. Aber die anderen beiden haben morgen nochmal Prüfung. So, jetzt habe ich gerade schon lange geredet. Wir sehen uns morgen. Geht schon mal vor. Kein Ding. Wir lassen jetzt gerade in der Sonne ein bisschen grasen hier und die Pferde genießen das richtig. Wir auch. The same procedure as every day. Einmal mit Castor schon mal früh jetzt hier ein paar Runden in der Morgensonne reiten. Ja, es ist immer sehr aufregend da hinten beim Longierzirkel, ne? Und er hat ja erst 14 Uhr Prüfung, deswegen reite ich jetzt schon mal so ein bisschen. Und dann ist er ein bisschen locker geschüttelt. Oh, Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Oh. Die Zöpfe sehen übrigens gleich so schick aus wie bei Cassano. Halt, stopp, ich möchte es einmal zeigen. Oh, Sina, hier ist einer auf. So. So nicht. Man kann ja fast immer, wenn das vorherige Pferd noch im Parcours ist, schon reinreiten, solange man natürlich dem Reiter nicht in den Weg reitet und das Pferd schon mal an die Atmosphäre gewöhnen. Bei mir ging das dann plötzlich ganz schön schnell, weil meine Vorreiterin verzichtet hat, relativ früh im Parcours und eben den Parcours beendet hat. Und ich hatte ja eigentlich noch gar nicht alles so einmal gezeigt, dass ich überall einmal rumgeritten bin, habe mir deswegen Zeit genommen, wollte die Kombi einmal zeigen, äppelt er erstmal schön davor. Da lasst euch übrigens nicht wirr machen, wenn eure Zeit schon laufen sollte von der Glocke, die wird angehalten, wenn die Pferde äppeln müssen, also kleiner Tipp am Rande hier. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es war so eine super Runde von Cassano. Jetzt eins habe ich mich so ein kleines bisschen verzuppelt, deswegen auch gleich einmal ein bisschen Gang rein, dass ich mich nicht wieder zurück orientiere. Er war so unglaublich rittig, wie jetzt hier zum Beispiel dieser Zweier-Ochse. Den hat er so spitzenmäßig gesprungen. Er war klasse bei mir. Ich konnte ihn immer wieder einrahmen. Er war super rittig, auch wenn es wie hier schön nach vorne ausgeglichen war. Trotzdem hat er sich klein gemacht, aufmerksam gewesen. Hier keine einfache Linie gewesen. Dieser rechte Winkel da über die 6 hat er sich aber schön aufmerksam führen lassen, wieder Ruhe reinbekommen. Jetzt kam nämlich die Dreifache, die ja auch klasse durchgesprungen ist. Und dann kommt so ein super ärgerlicher, leichter Fehler hier am letzten. Und das war leider der letzte der ersten Phase. Deswegen waren wir raus. Immer rein da. You already messed it up.
Abschlussrunde mit Castor. Ich kann euch sagen, wir haben uns noch mal besser kennengelernt. Ich hatte ein super Gefühl auf dem Abreiteplatz. Ich hatte ein super gutes Gefühl im Parcours. Es gab nur einen kleinen Holperer, der das Ganze leider verhagelt hat, das Ergebnis. Aber wir fangen erstmal an hier, schön Sprung 1. Es war jetzt so ein bisschen mehr die Devise, dass ich so ein klein wenig im positiven Sinne aggressiver reite. Also jetzt nicht nur schön, sondern auch schön vorwärts Fluss drin und richtig schön galoppieren lassen. Ihr seht, er hat ganz fantastisch die Ochse ausgesprungen. Hier wieder geschlossen durch die Wendung, schön mit 6 Galoppsprüngen in der Spannung weiter galoppiert hier zu dem Ochse. Auch jetzt gleich wieder rangesetzt. Und jetzt habe ich so ein kleines bisschen wahrscheinlich den linken Schenkel nicht richtig dran gehabt. Ihr seht, jetzt hier ist er in den Kreuzgalopp gesprungen und er driftet mir hier so ein bisschen weg. Und da aus der Perspektive sieht man das leider nicht. Es war viel zu groß, dieser Ochse da. Durch dieses leichte Wegdriften habe ich so ein klein wenig eben die Spannung verloren, die ich in der Wendung hatte. Und deswegen bin ich dann hier zur Korrektur einmal kurz Zirkel geritten vor der letzten Kombination, die ja dann nochmal richtig gut ausgesprungen ist. Aber dadurch war das dann natürlich mit Fehlern behaftet. Aber an sich tolle Runde, tolles Gefühl, das wir mitgenommen haben. Hanno macht den Anfang, der fährt wieder auf dem Transporter und die beiden anderen auf dem Hänger. Aber wo sind die anderen? So, alle wieder zu Hause. Alle wieder. Auch alles bestens vorbereitet für die Ankunft schon. Ich mache einmal meine Schweißbandagen ab, Gamaschen ab. Heu hat Cassano hier anscheinend schon mal getestet, wie sich's drin steht. Oh, jetzt geht das hier nicht ab. Ah, falsches. Ja, gucke ich gleich. Warte, erstmal gibt es das Futter. Heukopfs haben sie nämlich auch schon wieder gekocht. Die Mädels, doch, die gehen jetzt besser. Gibt es auch noch was dazu? Und jetzt sitzen wir hier in der wunderschönsten Sonne. Alex fotografiert gerade von weitem. Da sieht man es. Castor in der Sonne liegen. Ah. Und frühstücken, naja, also Frühstück kann man das nicht nennen, aber brunchen schon eher. Und mein Sonntag wird jetzt hauptsächlich darin bestehen, mich gerade frisch mit Sonnencreme eingecremt in die Sonne zu legen. Jetzt erstmal noch schnell Wäsche waschen, dann noch schnell Castor die Decke abziehen und dann hinlegen. Bisschen am Laptop arbeiten, aber einfach Sonnen. Hier ist nämlich jemand von seinem Vormittagsschläfchen erwacht. Na, ist das schön hier zu Hause? Ja? Ich bin mir mal tatsächlich gar nicht sicher, ob ich sie runter mache. Na doch. Doch. Die ziehen wir aus. Die Sonne kommt auch gleich wieder. Ist nur eine kleine Wolke. Aber ich lasse sie hier hinten liegen, falls es dann doch spontan ein bisschen frischer wird, vielleicht mit Wind oder so, dann kann ich die direkt wieder aufziehen. Und die Tage jetzt vielleicht. Bestimmt schon morgen werden wir ihn dann mit Pippi zusammenstellen. Die lieben sich ja vom Turnierfahren schon. Und das war alles total easy und unkompliziert. Nicht ich. Und deswegen gehen wir das an. Das wollten wir jetzt heute aber nicht machen, weil Sina hat alleine rausgestellt. Und nicht, dass dann doch irgendwas ist. Na? Ja, du altes Spielkind. Du Spielkind. Und ihr genießt das auch hier? Ja? Meine Maus? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und ich hoffe, das wirkt gerade nur so extrem, weil du komisch dastehst. Wie siehst du denn aus? Mein Kleiner, ich habe dich doch nur 4 Tage nicht gesehen. Was ist passiert? Ja, na mal schauen. Hier hat sich übrigens am Wochenende auch eine neue Gang ergeben. Jetzt nur wieder getrennt gerade.
Ich blende euch ein Foto ein. Wir haben nämlich Lumpi mit dazu gestellt, weil wenn Pippi unterwegs ist, war das ja ein bisschen doof jetzt für ihn, wenn er dann alleine warten musste. Und so waren die drei zusammen. Das hat so wunderbar funktioniert. Richtig klasse. So, die Sonne kommt wieder. Ich muss mir noch überlegen, wo ich die Sonnenliege hinstelle. Ich glaube nämlich im Gartenhäuschen ist es kälter als hier vorne am Haus. Weil da sammelt sich die Wärme nochmal richtig schön. Na, ihr Kleinen? Ich glaube gar nicht, wie schön das ist, nach Hause zu kommen. Allen geht's super. Alle sind total glücklich, zufrieden. Gibt nichts Schöneres. Und wir müssen dann jetzt auch schauen, dass wir die Sommerweiden schon mal so weit intakt bekommen. Es ist nicht viel zu machen, es sind halt ein paar Zäune so durch die Stürme zerrissen. Aber dass wir das jetzt alles schon machen, weil ich will dann schon anfangen, dass wir die Sportpferde stundenweise so ein bisschen mit rausstellen können. Dann können die sich langsam angrasen, weil die sind hier dann einfach immer mal mehrere Tage weg und können das deswegen dann nicht so auskosten. Aber wenn das Gras dann jetzt noch ein bisschen besser wächst bei der Wärme und es kommt ja jetzt auch wieder Regen, dann können wir da hoffentlich relativ früh in die Weidesaison starten. Mal gucken, wir müssen danach gucken, dass wir nochmal düngen und so weiter. Da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Also es könnte gerade wirklich nicht schöner sein. Es ist so warm in der Sonne. Ich habe mir erstmal eine kurze Hose angezogen. Es ist so geil. Einfach hier liegen, die Vögel zwitschern im Hintergrund. Okay, inzwischen fährt Alex Skateboard. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen laut. Aber einfach ein bisschen Podcast hören, ein bisschen entspannen. Ich werde dann gleich so ein bisschen am Laptop, am Handy arbeiten, aber auch nicht viel machen. Einfach mal ein bisschen Kreativarbeit, weil wenn man mal so richtig durchatmen kann, kommen ja auch ein paar coole Ideen und ein bisschen Planung für nächste Woche will ich machen. Oh, ich genieße das gerade in vollen Zügen und wir sehen uns am Montag zu einem neuen Video wieder und dann starten wir morgen in eine neue kreative Woche, schon wieder die letzte Märzwoche. Es ist Wahnsinn, wie schnell der Monat vergangen ist. Ich kann es gar nicht fassen, dass jetzt schon wieder April kommt. Ja, aber es kommt viel auf uns zu. Wir nehmen euch überall mit und ich wünsche euch einen schönen Samstag, wenn ihr das am Samstag guckt. Ich hoffe, das Wetter bleibt so schön. Tschüss!